Stellt euch für eine Minute vor, 90.000 Menschen wären in Deutschland auf die Straße gegangen im Kampf gegen Rechts, wie man heute alle bezeichnet, die die Regierung kritisieren. Wir würden in den Nachrichten nichts anderes hören. Es wäre von oben bis unten davon die Rede, von der ARD über das ZDF bis hin zur Alpenbrafter, Entschuldigung, Süddeutschen Zeitung und dem neuen Zentralorgan des Zeitgeistes, der Frankfurter Allgemeine, die darin die Zeit eingeholt hat. Ja, es waren aber 90.000 Menschen auf der Straße am Montag. Und habt ihr irgendwo etwas gelesen? Habt ihr irgendetwas davon mitbekommen? Nein, weil die für die falsche Sache auf die Straße gegangen sind, und zwar gegen die Bundesregierung. Das geht ja gar nicht im besten Deutschland aller Zeiten. Da darf man nur demonstrieren, wenn man für die Regierung demonstriert. Alles andere ist Delegitimierung des Staates und ist böse und ist rechts. Ja, ich überspitze es aber leider nicht allzu sehr, weil tatsächlich inzwischen viele so denken. Die Junge Freiheit hat die Fleißarbeit gemacht, die ich nicht stemmen konnte. Sie hat bei den ganzen Polizeibehörden nachgefragt, wie viele es waren. Und das sind die offiziellen Angaben der Polizeibehörden, diese 90.000. Das muss man sich mal vorstellen. Es sind über 27.000 in Sachsen, 27.000 in Thüringen, 11.000 in Sachsen-Anhalt. Es sind über 10.000 in Brandenburg und immerhin noch 8.800 fast in Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt nehmen wir mal die anderen Bundesländer. Berlin knapp über 500, Baden-Württemberg 3.000, Hamburg 1.200, in Rheinland-Pfalz 500, in Lübeck 140 Leute und in anderen Bundesländern auch unglaublich wenig. In Niedersachsen, da bin ich gestolpert, ich konnte es gar nicht wahrhaben, 1.350 im riesigen Bundesland Niedersachsen. Ja, woran liegt das? Meine Erklärung ist, dass die Menschen in den neuen Bundesländern wissen, dass ein System zusammenbrechen kann. Sie sind sehr viel kritischer gegenüber der Regierung und dem Staat als die Menschen in den alten Bundesländern, wo ein unglaubliches Urvertrauen herrscht, eingeschläfert von regierungstreuen Medien. Und in meinen Augen ist das dramatisch, weil wenn es die Geschichte irgendetwas lernt, dann ist das, dass wir nicht blind dem Staat und seinen den ihm nahestehenden Medien vertrauen dürfen. Und im Westen machen das viele trotzdem, in meinen Augen, sehr, sehr wenig gelernt aus der Geschichte. 90.000 Menschen am Montag auf der Straße und so gut wie nichts darüber in den Medien. Danke nochmal die JF, dass die diese Arbeit gemacht hat, dass die das alles zusammengestellt hat. Warum verschweigen das die großen Medien? Warum wird nicht darüber berichtet? Nochmal, auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Stellt euch vor, es wären 90.000 gegen rechts gewesen oder gegen all das, was modisch, Vogue und dem rot-grünen Zeitgeist entsprechend ist. Ich bin überzeugt, wir würden das ständig hören. Und in meinen Augen ist es die Aufgabe von Medien, dass sie regierungskritische Demonstrationen beleuchten, dass sie darüber schreiben, berichten, das ausstrahlen. Und wenn sie das Gegenteil tun, dann werden sie zu Erfüllungsgehilfen, zu Helfern der Regierenden, statt ihre Kontrolleure zu sein, in meinen Augen beschämend. Ja, ich würde so weit gehen, zu sagen, dass es eine Schande ist. Ja, das war's für heute. Noch tolle Geschichten auf der Seite. Auch wieder unglaubliche Dinge. Der Wolfgang Schäuble hat doch tatsächlich gesagt, man solle sich nicht beklagen, wenn es kalt wird und wenn der Strom ausfällt, sondern zwei Pullover und Licht. Es ist unfassbar. Jemand, der in Hülle und Fülle alles hat, gibt solche Ratschläge und eine Zeitung, ich habe das auch auf der Seite, die gab Tipps, wie man das Kälteempfinden verringern kann. Also wunderbar, wie im Krieg, Durchhalteparolen, Kälteempfinden verringern. Haben wir ein Masochismus-Gen in Deutschland? Ich wundere mich gar nicht mehr, dass Politiker und Medien so etwas machen. Ich wundere mich, dass so viele Menschen
das mit sich machen lassen. Ich bin überzeugt, in Frankreich, in Italien, die werden schon auf der Straße noch mehr. Im Westen sind ja kaum welche auf der Straße und die hätten bei den Wahlen diese Regierung abgestraft. In Deutschland, wir sehen das in Niedersachsen, fast die Hälfte bleibt zu Hause, also ein passives Unterstützen, auch wenn ich überzeugt bin, die meisten machen es nicht, um zu unterstützen, aber sind zu deprimiert, zu apathisch oder manche vielleicht auch zu faul, um wählen zu gehen. Und der Rest macht schön brav das Kreuz da, wo alles so weitergeht. Für mich wirklich nur noch schwer nachvollziehbar. Was sind die Reaktionen? Politiker von SPD und Linker fordern jetzt ein Verbot der AfD. Also wie bei Bertolt Brecht, Volk hat das Vertrauen der Regierung verspielt. Man muss das Volk auflösen. Diese bei der Bundestagswahl Millionen Wähler, die die AfD gewählt haben, die will man dann einfach in die Illegalität schicken. Quasi, statt dass man sich mal fragt, woran könnte das denn liegen, dass die Menschen die falsche, in Anführungszeichen, Partei wählen. Dass man sich mal Gedanken macht, warum tabuisiert man so viel, warum macht man solche Verbote für bestimmte Themen und was hat das für Auswirkungen? Nein, das wird nicht gefragt, das darf nicht gefragt werden. Jetzt spinnt mein Drucker hier, der hat mich etwas abgelenkt. Genau im richtigen Moment geht der hier los, warum auch immer, wie von Geisteshand. Und ich habe noch mehr spannende Sachen auf der Seite. Ein Bericht über die Bundeswehr, der die Munition nur noch 1 bis 2 Tage reicht. Warum haben wir dann eine Armee? Also es ist eine Lachnummer, muss man ganz ehrlich sagen. Und etwas Drittes habe ich noch drauf und das habe ich jetzt vergessen. Das ist die Folge, wenn man so wenig schläft und zu viel arbeitet. Vielleicht fällt es mir ja noch ein, dann spreche ich immer langsam, wenn ich möchte, dass mir irgendetwas einfällt. Habe es heute geschrieben, aber jetzt schon wieder vergessen. Aber wir haben so viel Irrsinn jeden Tag. Wir haben so viele Nachrichten, wo man einfach nur den Kopf schüttelt, dass man gar nicht hinterherkommt, dass man eigentlich keine Chance hat, sich all das zu merken. Ich habe auch noch einen riesen Stehsatz, wie wir Journalisten das nennen, also Berichte, die ich gerne machen würde und wo ich einfach nicht dazu komme. Das war's für heute. Im Nachspann sage ich dann, was gefehlt hat und noch ein bisschen was hierzu. Alles Gute, danke, ciao. Ja, gefehlt hat etwas, was Hoffnung macht. Das ist auch interessant, dass das dann vergessen wird vom Hirn. Man sich an das andere erinnert, dass das Truppengericht Süd der Bundeswehr hat einen Beschluss gefasst und einen Soldaten gerechtfertigt, der sich geweigert hat, der Impfpflicht nachzukommen, also sich impfen zu lassen. Und dieser Beschluss im Eilverfahren des Truppengerichtes ist eine einzige große Ohrfeige für die Impfpflicht, für die Impfpolitik. Unfassbar, was da drin steht. Das wäre etwas, wofür man euch, mich vor wenigen Tagen noch als Corona-Leugner, als böse, als Ketzer bezeichnet hätte. Unfassbar. Also anschauen ist auf meiner Seite der Bericht. Der Titel: Krachende Ohrfeige, Bundeswehrrichter rechnet mit Impfpflicht ab. So etwas macht Hoffnung. Ich hoffe nur, dass Angela Merkel da nicht anruft und sagt, das muss rückgängig gemacht werden, dass es nicht eine Hausdurchsuchung gibt bei diesem Richter, wie ja schon bei anderen kritischen Richtern. Ja, und hierzu noch kurz, das sind die Unterstützer, die hier meine T-Shirts machen. Und was mich besonders freut, in den nächsten Tagen, übermorgen wahrscheinlich schon, kommen dann auch ein paar mit Motiven, die mir besonders am Herz liegen. Ein Lieblingsspruch von Henrik M. Broder, den ich von ihm übernommen habe, von dem großen Josef Karl Kraus, der immer wieder anzuwenden ist, und dieser Lieblingsspruch von mir ist: Was trifft, trifft zu. Das entlarvt immer die sich besonders aufregen, wenn man irgendetwas feststellt. Aber auch andere tolle Aussagen, da wie die von Tucholsky, dass in Deutschland immer derjenige, der auf den Schmutz hinweist, als schlimmer gilt als derjenige, der ihn zu verantworten hat, oder dass nur tote Fische mit dem Strom schwimmen. Ja, vielleicht sollte man Bert Brecht noch aufnehmen. Also die Regierung, das Volk hat das Vertrauen der Regierung verloren. Man sollte es auflösen. Super Idee. Vielleicht habt ihr noch tolle Ideen für einen Spruch. Einfach
reinschreiben unten. Und ansonsten könnt ihr die Sprüche oder die ganzen Sachen, wie gesagt, von meinen Unterstützern, auch tolle Weihnachtsgeschenke, und unterstützt auch die Seite auf www.eine-frage-noch.de finden. Und wenn ihr gewinnen wollt, dann einfach auf meiner Seite schauen. Da habe ich heute einen Artikel über die 7,3 Millionen Besucher, die wir im September haben. Und wenn man da einen Kommentar da lässt, mehr muss man nicht machen, Kommentar da lässt, dann mit etwas Glück gewinnt man sowas und kann sich auch aussuchen, was man für einen Spruch möchte. Ja, sorry für die Werbeeinlage, aber YouTube macht ja wieder die Werbung hier verboten. Die wird immer erst dann freigeschaltet, wenn die Videos schon durch sind. Also eine Pseudo-Erlaubnis von Reklame, faktisch weiter ein Verbot. Und drum machen wir als kleinen Ausgleich für diese, wie gesagt, Ungerechtigkeit und auch für diese Wettbewerbsverzerrung, verzeiht ihr es mir hoffentlich, wenn ich etwas für diesen Shop Reklame mache. Aber das sind Unterstützer, die das machen mit ganz viel Herzblut und tolle Qualität und super. Und die engagieren da viel Zeit und viel Energie. Und darum bin ich denen das einfach schuldig, dass ich das mache. Alles Gute, danke, ciao. Moment, was ist das jetzt? Ist das da der Lauterbach? Ja, wo kommt denn der jetzt her? Ich will doch jetzt hier keinen Lauterbach. Das ist ja wie ein Virus. Das muss ein Virus sein. Ein Virus, ein gefährlicher Virus. Im Computer natürlich. Herr Lauterbach, könnten Sie bitte jetzt hier die Szene freimachen? Jetzt kippt der auch noch weg. Jetzt schläft er auch noch ein während meines Videos. Herr Lauterbach, aufwachen. Ja, wenigstens ist er jetzt aufgewacht. Bitte weg, Herr Lauterbach. Bitte. Jetzt kippt er schon wieder ein. Was machen wir mit dem? Moment. Jetzt hier den richtigen Knopf und weg.